freue mich. Vielen Dank, Herr Walker, dass Sie sich die Zeit nehmen, mal mit mir und dass wir hier über die Digitalisierung Deutschlands sprechen. Ja, Ganz gute spannendes Idee von Thema. Ihnen, danke. Ja, gerne. Vielleicht deswegen auch gleich mal in medias res. Wie schätzen Sie die Digitalisierung im deutschen Gesundheitswesen so ein? Naja, die Bertelsmann-Studie macht ja nicht umsonst da relativ vernichtendes Urteil über Deutschland. Wir sind vor Polen bei den OECD-Ländern auf dem vorletzten Platz gewesen, ich glaube vor gut 12 Monaten in der Einschätzung. Also da haben wir ordentlich aufzuholen. Das sind andere Länder, Skandinavien, auch viele angelsächsische Länder, deutlich, deutlich weiter. Die bieten viel mehr Digitalisierung im Gesundheitswesen an. Da ist Deutschland noch deutlich analoger. Faxen ist in Deutschland noch awog und nicht digitale Kooperation. Das ist die Wahrheit. Und was sind die Hindernisse aus Ihrer Sicht? Die sind vielfältig, da können wir, glaube ich, viele Bücher schreiben. Natürlich Vorbehalte von erstmal das Thema, also wie geht das mit dem Datenschutz konform? Anreize ist ein Riesenproblem, also Vergütungsanreize. Man kriegt als niedergelassener Arzt für das Versenden eines Faxes kriegt man Geld für das Empfangen eines Faxes, aber für einen digitalen Arztbrief hat man keine Vergütung bekommen. Die Interoperabilität, also die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Akteuren, die Schnittstellen, Regulatorik, Riesenthema, also sowas wie zum Beispiel ein Online-Rezept, dass sowas möglich ist. Darf ich eine Online-Sprechstunde machen mit einem Patienten? Darf ich den nur über Videotelefonie sehen oder muss ich den live sehen? Also es gibt ganz viele einschränkende Nebenbedingungen, die es sehr, sehr schwer machen, sich da wirklich proaktiv voranzubewegen. Hat sich das durch Corona geändert? Hat sich da etwas durch Corona geändert in diesem Jahr? Ja, ist nicht umsonst ist definitiv für die Digitalisierung ist die Corona-Krise ein Katalysator. Und mit gewaltigen Schritten hat uns das da vorangebracht. Wir haben selber im Unternehmen beispielsweise so viele Videosprechstunden Nachfragen wie noch nie zuvor. Nicht nur das Thema, die Leute sind im Homeoffice und lernen mit digitaler Technik schneller umzugehen, auch digitale Kontakte werden in der Medizin viel selbstverständlicher. Also die Corona-Krise hört sich bitter an, aber ist so die Hilfe der Digitalisierung ungemein und ist ein Katalysator für digitale Medizin. Waren Sie fast schon gerade so ein bisschen bei konkreten Beispielen aus dem Asklepios-Konzern selber? Können Sie dazu noch ein paar Sätze sagen? Was ist da konkret Also wir entgangen? glauben felsenfest daran, dass Digitalisierung einer der Game Changer sein wird im Gesundheitswesen. Und darum haben wir uns ja auch den Slogan gegeben, Digital Healthineer. Der wollen wir sein als Unternehmen, weil wir ganz fest glauben, das ist ein wesentliches Thema, was Patientenwille ist, was die medizinische Zusammenarbeit zwischen den Akteuren verändern, verbessern wird, was uns hilft, effizienter zu sein, was uns aber auch hilft, bessere Medizin anzubieten, was der Kunde, der Patient haben möchte. Und deswegen sind wir da an ganz, ganz vielen Stellen unterwegs. Von dem Thema, wir wollen das Krankenhaus digitalisieren, also von dem Thema, der Patient hat die Möglichkeit, ein WLAN zu nutzen, soll besser werden, wie auch der Arzt oder die Krankenschwester digitalisiert ihre Patientenakte und dokumentiert elektronisch, bis hin zu neuen Services. Neuen Services im Sinn von online den Patiententermin buchen, diesen Online-Termin dann auch vielleicht sogar online als digitale Videosprechstunde wahrnehmen können, bis hin aber, das sind Sie ja die Experten eigentlich zu dem Thema digitale Therapie, hingehend sozusagen, es gibt mittlerweile Tools, die uns unterstützen, Apps, die uns unterstützen, den Patienten unterstützen können, therapeutische Angebote wahrzunehmen. Also deswegen ist, glaube ich, der ganze Blumenstrauß da gefragt und das sehen wir an vielen Stellen, sind wir in der Digitalisierung sozusagen aktiv wach und wollen das wirklich fördern. Man sollte eigentlich lernen von den anderen Ländern und nicht das Rad gefühlt wieder neu erfinden. Deutschland empfindet da gefühlt bei vielen Punkten das Rad wieder neu, statt ins Ausland zu schauen, zu gucken, Mensch, was hat sich denn als funktionierende Lösung etabliert, ist das eine. Und das Zweite, was uns da so ein bisschen umtreibt, ist, wir glauben fest, dass
dieses ganze Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen nur dann zu stemmen ist, wenn man sagt, das ist Kollaboration, das ist Zusammenarbeit und nicht jeder macht bitte seine eigene Lösung. Ja, da ist ja auch Deutschland dafür bekannt, da macht die KV dann was anderes wie der eine Krankenhausbetreiber und die Fachgesellschaft will dann noch das und dann gibt es wieder einen Boost an Lösungen. Also dieses Thema, lasst uns zum Beispiel über einheitliche Datenstandards uns verständigen, und internationale Standards nutzen und dann versuchen, gemeinsame Lösungen zu finden. Das wäre echt eine große Hilfe, wenn das deutlich einfacher gehen würde. Das ist auch nochmal ein super Stichwort. In Holland ist es für mein Distrikt ganz, ganz einfach. Es ist drei Systeme, aber ein wesentliches, an das sind wir angekoppelt. Mhm. Das würden wir wahnsinnig gerne in Deutschland umsetzen, aber dann ist die erste Frage, auf welchem System, mit welchem System von den vielen verschiedenen, dann können wir es gleich mehrfach entwickeln und das ist umständlich. Klar, wir haben natürlich, wie Sie schon richtig sagen, in Deutschland extrem häufig so Systembrüche. Ja? Dann ambulantes System, dann ist er in der Klinik ist wieder ein gesondertes System, dann geht er danach vielleicht in eine Reha, ist es auch wieder anders. Ja. Und dann kommt wieder der ambulante Bereich, vielleicht bei einem anderen Arzt, dann hat er nicht das gleiche Praxisinformationssystem gehabt wie der davor und dann ist es wieder neu. Das ist schon schwierig. Ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, manchmal wird als Digitalisierung empfunden, wenn der Patient seine DVD mitbekommt mit dem Röntgenbild drauf. Das ist dann die deutsche Art von Digitalisierung. Ja? Wenn man eine E-Mail schickt, dann meint man mal, ist digital. Das ist ja genau das, wo wir eigentlich sagen, da müsste man eigentlich schon deutlich weiter sein. Ja. Positiv anmerken kann man sagen, ich glaube, der Gesetzgeber hat es erkannt in vielerlei Hinsicht, dass wir da so dramatisch hinterher sind und Herr Spahn versucht es ja wirklich zu pushen an vielen Ecken und Enden. Ich glaube auch der im Zentrum von solchen Innovationen steht ja immer das Bedürfnis des Patienten. Und das ist, glaube ich, auch zentral da, dass der mündige Patient fordert digitale Lösungen. Der möchte beispielsweise einen Termin nicht mehr mühsam in der Warteschleife über Telefon buchen, sondern der möchte, wie ins Restaurant auch, möchte sich den Online-Termin aussuchen und den einmachen können, möchte vielleicht sogar online davor schon seine Aufnahmedaten ausfüllen können und das nicht sozusagen dann auf so einem handgeschriebenen Block da reinkritzeln müssen. Also die Patienten fordern das auch und das wird uns Leistungsanbieter sozusagen auch wirklich dazu ermutigen, da wirklich voranzuschreiten und da digitale Themen anzubieten. Ja, richtig. Vielleicht wagen wir mal einen Blick ein bisschen weiter vor. 5 bis 10 Jahre, was glauben Sie, wo wir da stehen? Ja, das ist wirklich sehr, sehr schwierig, die distributive Kraft oder die verändernde Kraft der Digitalisierung wirklich in Gänze abzuschätzen. Aber die wird natürlich dramatisch unser gesamtes Zusammenarbeiten verändern. Ja, ich glaube immer, das Stichwort Plattformökonomie oder dieses Plattformzusammensein wird eine Riesenrolle spielen. Mündigkeit der Patienten, wir werden nicht nur diese Dr. Googles sozusagen haben, sondern deutlich mündigere Patienten auch haben, die wirklich schon viel mehr wissen. Wir werden über viel mehr sozusagen auch Datenkompetenzen verfügen und da Wissen heraus resultieren. Prozesse werden sich erheblich vereinfachen auch, die jetzt deutlich komplizierter sind, weil man vielleicht Doppeluntersuchungen sich spart. Digitale Tools werden selbstverständlich werden. Für viele. Also ich glaube, da wird die Digitalisierung wird, wenn sagen wir da, der Radiologe ist ja ein schönes Beispiel, der wird eben deutlich effizienter arbeiten können, weil er sozusagen vielleicht Routinen hat, die ihm die Befundungen vorab übernehmen und ihm sozusagen nur noch die Bilder zeigen, die sozusagen vielleicht irgendwie auffällig sind. Also so wird es in vielerlei Hinsicht, wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens komplett umkrempeln, glaube ich. Aber ich bin da total positiv und glaube, das wird uns helfen, den knappen Thema Ressource, Personal. Wir haben zu wenig Leute im System für die Menge an alten oder kranken Patienten, die wir versorgen müssen, sozusagen zu unterstützen. Und da wird die Digitalisierung uns wirklich helfen können. Ja, schön. Ja. Vielen Dank. Ich danke für das schöne Gespräch. Ja, danke Ihnen auch, Frau Kentkens.